Es ist ein furchtbares, archaisches Ritual, das Menschen, Frauen nicht nur ihrer körperlichen Unversehrtheit beraubt, sondern auch tiefe seelische Narben hinterlässt. Niemand müsste dieses Schicksal erleiden und doch passiert es tausendfach, jeden Tag. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Praxis, hier aus dem Krankenhaus Waldfriede in Berlin. Unser Thema heute ist weibliche Genitalverstümmelung und ich begrüße Dr. Cornelia Strunz, Oberärztin im Zentrum für Darm- und Beckenbodenchirurgie und ärztliche Koordinatorin des Desert Flower Center und Fahia Mohammed, Dolmetscherin und Beraterin für beschnittene Frauen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Tag. Frau Dr. Strunz, irgendwie mag man es gar nicht so richtig glauben, dass das heute noch so passiert und dass das so ein Problem darstellt, aber spätestens seit Wüstenblume, diesem Bestseller von Waris Diri, ist uns bewusst geworden, das ist tatsächlich noch ein Problem. Wie oft passiert es denn? Also die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass alle 11 Sekunden auf dieser Welt einem ein Mädchen an den Genitalien verstümmelt wird oder beschnitten wird. Und die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu 200 Millionen Frauen weltweit davon betroffen sind. Und man muss ganz klar sagen, auch allein in Deutschland leben bis zu 50.000 betroffene Mädchen und Frauen. In welchen Gebieten wird das dann am häufigsten praktiziert? Letztendlich wird es weltweit durchgeführt, aber meistens in Afrika, aber auch in Saudi-Arabien zum Beispiel, auch im Iran. Und die meisten Frauen, die wir bisher hier im Krankenhaus Waldfriede behandelt haben, kommen aus Afrika. Der englische Fachbegriff ist ja FGM, Female Genital Mutilation. Gibt es da nur eine bestimmte Form oder gibt es da verschiedene Formen? Also es gibt verschiedene Formen, es gibt 4 verschiedene Formen. Es wird auch von der Weltgesundheitsorganisation eingeteilt. Und ich kann Ihnen mal ein Bild zeigen. Das gibt den Typ Nummer 1, das ist hier diese Form, links oben zu sehen. Da wird in Anführungsstrichen, muss man sagen, nur die Klitoris, das Präputium, also die Vorhaut der Klitoris oder die Klitoris beschnitten. Beim Typ 2 sind auch die kleinen Schamlippen betroffen, das ist hier, was so grün eingezeichnet ist. Und beim Typ 3 der weiblichen Genitalverstümmelung werden auch die kleinen und die großen Schamlippen so weggenommen und so zusammengenäht, dass wirklich nur eine kleine Öffnung übrig bleibt, damit Menstruationsblut und Urin abfließen kann. Hier ist die Öffnung fast noch ein bisschen größer als auf dieser Abbildung. Und diese Frauen leben meistens in Somalia, muss man sagen. Diese Form ist in Somalia am weitesten verbreitet. Da werden 98% der Mädchen beschnitten in Somalia und die sind meistens nach Typ 3 beschnitten. Das bedeutet auch die Infibulation, das ist der Fachausdruck. Und dann gibt es noch, ja, sozusagen nur eine stecknadelgroße Öffnung. Ja, absolut. Und das sind auch wirklich die Frauen, die am meisten Probleme haben, medizinische Probleme. Und dann, um das abzuschließen, gibt es noch die Form Nummer 4, den Typ 4. Das sind alles Beschneidungsformen, die keiner anderen Form zuzuordnen sind. Wo zum Beispiel säurehaltige oder ätzende Substanzen eingeführt werden, damit unten alles vernarbt und auch schmerzhaft ist. Man muss sagen, dass es viele verschiedene Unterformen noch gibt, weil keine Beschneiderin kennt sich natürlich aus, wie die Anatomie so aufgebaut ist. Also es gibt durchaus auch Unterformen. Frau Mohammed, Sie haben als Dolmetscherin viel mit den Frauen zu tun. In welchem Alter wird denn dieser furchtbare Eingriff eigentlich vorgenommen? Es ist unterschiedlich. Manchmal 7 Jahre, 6 Jahre kann sein, auch manchmal eine 5-Jährige, dass man im Beschneiden ist. Also auf jeden Fall von 5 bis 11 Jahre sind die Frauen. Überwiegend im Kindesalter. Säuglinge auch schon? Säuglinge, ja, manchmal auch. Unter welchen hygienischen Bedingungen findet das Ganze denn statt? Unter gar keinen hygienischen Bedingungen. Also die Beschneiderin, die hat ja keine Desinfektionsmittel, so wie wir die kennen. Also die nehmen das, was vorhanden ist. Dass sie irgendwelche Asche verwenden oder irgendwelche Kräuter. Und dann werden diese Wunden hier mit Dornen zusammengenäht, Akaziendorn oder Bindfäden. Also es sind keine hygienischen Mittel, die wir im Krankenhaus natürlich kennen. Teilweise wird es auch dort in Krankenhäusern durchgeführt, wenn die Familie zum Beispiel ein bisschen mehr Geld besitzt, sodass sie sich das leisten können, dass es auch unter einer kleinen Narkose stattfindet. Da wird es dann vielleicht ein bisschen hygienischer sein, aber normalerweise ist es völlig unhygienisch. Die Glasscherben oder die Rasierklingen werden ja auch häufig verwendet, also für mehrere Mädchen auf einmal. Wie viel Prozent der Mädchen versterben bei diesem Eingriff? Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass 10% an den akuten Folgen und 25% an den langfristigen Folgen versterben. Wer nimmt denn diesen Eingriff überhaupt vor? Ist das ein richtiger Beruf, Beschneiderin?
Ja, teilweise schon. Das ist so schlimm, wie sich das natürlich anhört. Aber die Beschneiderin hat dort ein ganz hohes gesellschaftliches Ansehen, weil die durch diese Beschneidung die ganze Familie ernährt. Also die können dadurch die Familie unterhalten, dadurch, dass sie diese Mädchen beschneiden. Was müssen die Familien denn bezahlen? Was kostet so eine Verstümmelung? Mhm. Schlimm, also, dass man dafür noch bezahlt, aber was kostet das? Also das ist natürlich für die Familie schon schlimm genug, in Anführungsstrichen, muss ich sagen, dass sie ein Mädchen gebären, weil ein Mädchen überhaupt nichts wert ist. Dieses Mädchen wird niemals eine Schulausbildung genießen. Das ist ja den Jungs vorbehalten. Und dieses Mädchen muss beschnitten werden, weil nur ein beschnittenes Mädchen kann dann auch zwangsverheiratet werden. Und wenn das Mädchen an einen Mann zwangsverheiratet wird, bekommt die Familie von dem Mädchen zum Beispiel ein Stück Land oder eine Ziege oder ein Kamel, was leider sehr viel mehr wert ist als das Mädchen an sich. Dieses Ritual ist über 2000 Jahre alt schon. Was nennen die Frauen denn als Gründe, warum ihnen das angetan worden ist? Die Familie meint auch, für die Mutter meint auch gut für deren Tochter, weil die eine beschnittene Frau ist, ein beschützte, verhütete Mädchen, und es ist auch rein für die Mädchen, dass sie reine Mädchen ist. Und deswegen ist auch für ihre zukünftige auch ist gut, dass man auch unbeschnittene Frau will keinen Mann heiraten. Das heißt also, bei dem Ritual geht es auch darum, die Jungfräulichkeit der Frau zu erhalten, also dafür, dass sie nicht vorher Sexualität auslebt. Heißt das nicht, dass wenn sie dann heiratet, dass dann nochmal ein Eingriff vorgenommen werden muss? Ja, aber nur der Mann heiratet nur eine Frau, die beschnitten wurde. Und wenn er dann in der Hochzeitsnacht zum Beispiel penetrieren möchte und es selber nicht schafft, dann holt er teilweise entweder eine professionelle Beschneiderin wieder her, damit die Frau geöffnet wird, oder aber er nimmt teilweise selber das Messer. Oder er penetriert so lange, bis die Frau dann aufreißt. Also das ist ein ganz barbarisches Ritual. Was sind denn die gesundheitlichen, medizinischen Konsequenzen dieser Beschneidung? Also wie ich schon gesagt habe, natürlich, dass das Mädchen dabei versterben kann, verbluten kann, dass das Mädchen inkontinent wird, also für Harn und auch für Stuhl, dass die Mädchen Infektionen bekommen, HIV, Hepatitis, das sind alles so die Gründe, also so die Folgen, die auftreten können. Oder wenn die unten zugenäht ist und dann doch ein Kind erwartet, dass dann unter dem Geburtsvorgang zum Beispiel unten auch wieder alles aufreißt. Ich habe von Fällen gelesen, da werden die Mädchen gefesselt. Andere werden aber auch einfach nur festgehalten. Wenn man sich überlegt, mit welcher Präzision wir in Krankenhäusern operieren, und dann ist ein Mädchen, das wehrt sich vermutlich dabei noch, dann kann ja ganz viel anderes noch passieren dabei. Natürlich, natürlich, klar. Absolut. Und vor allem diese psychischen Schäden. Also wenn die Frauen bei mir in der Sprechstunde sitzen, dann reden sie das meistens allererste Mal mit mir überhaupt über ihre Erlebnisse, was sie alles in der Kindheit erlebt haben. Und ich bin immer wieder erstaunt, was die eigentlich alles noch wissen und woran sie sich erinnern können, an welche Details. Also sie sind ja wirklich, wie Frau Mohamed schon gesagt hat, im Alter zwischen 4 und 14 Jahren. Und je älter die sind, natürlich können sie sich dann dementsprechend mehr daran erinnern. Und es sind ganz tiefe psychische und seelische Traumata, die die davon mit nach Hause nehmen. Vom Gesetz her ist es in vielen Staaten ja bereits verboten, in Deutschland sowieso, aber Gesetze allein reichen oft nicht. Was muss man denn tun, damit ein Umdenken da passieren kann? Im Grunde genommen müsste man die Beschneiderin andere Verdienstmöglichkeiten geben. Das einerseits. Da muss man natürlich Prävention machen vor Ort. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja hier vom Krankenhaus Waldfriede zum Beispiel zwei Mädchenschulen, die wir auch unterstützen finanziell. Und ich hatte die große Freude dieses Jahr, dass ich mir diese Mädchenschulen auch angucken konnte. Und das hat wirklich mein Herz geöffnet, weil ich einfach gemerkt habe, wie diese Mädchen da auf Hilfe angewiesen sind. Die sind zwar beschnitten, diese Mädchen, die in diesen Mädchenschulen leben, aber die sind vor der Zwangsehe gerettet worden und leben in diesen Mädchenschulen südlich von Nairobi und werden vom Krankenhaus Waldfriede auch unterstützt, und wir besuchen die regelmäßig, und die können dort ein beschütztes Leben letztendlich erleben, also eine richtige Kindheit auch erleben, was die meisten ja gar nicht haben. So eine alte Tradition, die bricht man ja nicht leicht. Kann sich eine Mutter überhaupt dagegen stellen und sagen, so, meine Tochter wird jetzt nicht beschnitten? Was hat das für Konsequenzen? Geht das? Geht das? Manche Mutter stellen auch und sagen, meine Tochter wird nicht beschnitten, aber das ist nicht einfach für die Mutter. Hat das Konsequenzen für sie in dem Verbund? Wird sie dann ausgestoßen oder manche nimmt man das Mutter hin? Wurde ausgestoßen. Manche Mutter haben auch Glück, dass man auch versteht, was sie meint. Das ist unterschiedlich. Hängt von der Familie an. 2013 hat hier in Waldfriede das Desert Flower Center eröffnet.
das weltweit erste Center, das den Frauen und Opfern von Genitalverstümmelung ganzheitlich helfen will. Frau Stunz, warum gerade hier? Das hängt so ein bisschen natürlich mit meinem Chef zusammen, weil Herr Dr. Scherer ja hier der Chefarzt ist der Abteilung für Darm- und Beckenbodenchirurgie. Und Herr Dr. Scherer ist unter anderem spezialisiert auf Fisteln. Das sind Verbindungen zwischen Enddarm und Scheide, die normalerweise ja nicht vorhanden sind. Das sind Frauen, die über die Scheide den Stuhl verlieren. Und die sind natürlich überhaupt nicht gesellschaftsfähig. Und er wusste, dass diese Frauen nach weiblicher Genitalverstümmelung auch an Fisteln leiden. Und deshalb hat er schon vor vielen Jahren mit unserem Vorstand, mit Herrn Quos gemeinsam eine Reise gemacht nach Addis Abeba ins Hemlin Fistula Hospital und hat sich dort ein Bild vor Ort gemacht und haben dann nach langer Hin- und Her-Überlegerei Kontakt aufgenommen zu der Desert Flower Foundation. Das ist die Stiftung von Boris Dirry. Und es war halt ein langer Prozess im Vorfeld. Und dann haben wir letztendlich, um das so abzukürzen, im September 2013 hier im Krankenhaus Waldfriede das Desert Flower Center gegründet oder eröffnet. Also es ist letztendlich so die Idee gewesen von Herrn Dr. Scherer, der immer unterstützt wurde von Herrn Quos. Ganzheitlich helfen heißt ja auch chirurgisch. Was können Sie denn chirurgisch für die Frauen tun? Also wenn man sich nochmal das Bild vergegenwärtigt nach Typ 3, diese Infibulation, kann man sich schon vorstellen, dass die Frauen natürlich starke Probleme haben beim Wasserlassen und auch bei der Menstruation. Und das kann man unter einer Vollnarkose, das muss ich betonen, dass die Frauen schlafen, weil das ist den Frauen teilweise gar nicht so bewusst, dass wir in einer Vollnarkose die Narbe abtragen und den Rest von der Klitoris wieder an die Oberfläche holen. Man muss wissen, dass die Klitoris so 8 bis 10 cm lang ist und die Beschneiderin nur den äußerlich sichtbaren Anteil der Klitoris wegnimmt während der Beschneidung. Und der Großteil der Klitoris ist meistens noch vorhanden. Und wenn wir die Narbe abtragen, können wir den Rest von der Klitoris wieder so nach vorne holen, sodass die auch wieder eine Empfindung bekommen kann. Und die Frauen fühlen sich nach der Operation meistens wieder als ganzheitliche Frau. Die möchten ihre Weiblichkeit zurückhaben. Das ist mit Sicherheit keine Schönheitsoperation. Das ist ganz viel natürlich auch, was sich im Kopf abspielt, dass die Frauen sich nicht vollständig fühlen. Und dieses Gefühl können wir denen natürlich mit der Operation in den allermeisten Fällen auch zurückgeben. Das heißt, sie haben hinterher weniger oder keine Schmerzen mehr beim Wasserlassen, Menstruieren. Und die Sexualität ist auch in gewisser Weise, soweit es geht, wiederhergestellt. Man muss sagen, dass die Frauen ja meistens gar keine Sexualität hatten. Die werden als 4-Jährige beschnitten oder als 8-Jährige und wissen nicht, was normal ist. Die wissen auch nicht, wie eine Frau aussieht, die nicht beschnitten wurde. Das ist ganz wichtig, dass man denen das im Vorfeld alles genau erklärt und dass man denen auch vorher erklärt, was können wir durch die Operation erreichen und was kann man vielleicht eher nicht erreichen. Was ist eher normal, was ist eher nicht normal, damit man die Erwartungen der Frauen auch erfüllt. Wie lange bleibt denn eine Frau im Krankenhaus? Wie lange dauert dieser ganze Aufenthalt? Also wir nehmen die in der Regel am Dienstag stationär auf. Dann erkläre ich den Frauen auch nochmal genau die Operation. Am Abend kommt Herr Dr. von Fritschen, der die Operation hier durchführt. Er ist der Chefarzt im Emil-von-Behring-Krankenhaus, Chefarzt der Abteilung für plastische und ästhetische Chirurgie. Und er führt diese Eingriffe bei uns durch. Er kommt dann an dem Dienstagabend auch hierher und lernt dann die Frauen auch zum allerersten Mal kennen. Wenn die Frauen es aber ablehnen, weil es ein Mann ist, dann ist es nicht zwingend erforderlich. Ich bin ja sowieso die Bezugsperson für die Frauen. Am Mittwoch findet dann der operative Eingriff statt und die Operation dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. Je nachdem, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was wir natürlich alles rekonstruieren. Und dann werden die Frauen in aller Regel am Freitag entlassen, also 3 Nächte stationär. Und wenn die Frauen entlassen werden, sehe ich die aber immer auch später nochmal bei mir in der Sprechstunde. Also ich binde die ganz eng an unser Krankenhaus. Jetzt haben wir die chirurgische Seite beleuchtet, aber ganzheitlich heißt ja auch, dass man mit den seelischen Wunden irgendwie umgeht. Was gibt es denn da für Angebote? Was können Sie den Frauen bieten? Also bin ich ganz, ganz froh, dass wir Frau Mohammed haben bei uns in der Abteilung, weil das natürlich für mich auch wichtig ist, dass ich eine Afrikanerin habe an meiner Seite, die auch ganz sensibel und behutsam auf die Frauen eingehen kann. Und die Frauen freuen sich natürlich, wenn sie eine Afrikanerin auch sehen. Das ist natürlich auch wichtig. Die meisten Frauen haben große Angst, wissen nicht richtig, was sie erwartet. Und da kann man schon so ein bisschen die ersten Ängste vermindern, indem Frau Mohammed die Frauen auch teilweise dann in der Sprechstunde sieht. Dann haben wir noch eine andere Afrikanerin bei uns im Team, die Frau Evelyn Brender, die einmal im Monat nach Berlin kommt zur Selbsthilfegruppe. Da haben wir auch große Unterstützung und dann bieten wir einmal im Monat die Selbsthilfegruppe an, wo auch die Frau Dittwald mit bei uns im Team ist, die auch Gesprächstherapie anbieten kann.
Über die Selbsthilfegruppe sprechen wir gleich nochmal, Frau Mohamed. Was sind das für Fragen, mit denen die Frauen dann kommen und froh sind, dass sie vielleicht einen Ansprechpartner haben? Können Sie ein Beispiel machen? Die Frauen sind immer, wenn sie kommen, sind ängstlich erstmal, weil die haben Angst vor der Operation, weil die haben auch die Erinnerung, alles die Beschneidung, was sie gemacht, diese Schmerzen, und fragen sie, ist das gleiche, ist das unterschiedliche Schmerzen? Und dann müssen wir auch aufklären, und die Frau Dr. Strunz sagt, dass wir Vollnarkose machen, dass sie nachher nicht merken. Und dann müssen wir alles in Einzelteile datieren, die Frauen, dass sie dann werden sie langsam ruhiger anfangen. Die kommen mit zitterig und ängstlich so, und dann. Ja, und die haben natürlich auch Angst, dass die afrikanische Community davon erfährt. Das glaubt man gar nicht. Man ist hier in Berlin-Zehlendorf, und die Frauen, die ins Krankenhaus kommen, die haben Angst, dass die in Somalia davon erfahren, dass sie bei uns im Krankenhaus sind. Und da kann man denen immer wieder nur versichern, dass wir natürlich der ärztlichen Schweigepflicht unterlegen sind. Auch wenn wir Fotos auf der Webseite zeigen von Frauen, das sind alles Frauen, die da zugestimmt haben. Aber das muss man den Frauen immer wieder versichern. Ich meine, Frau Mohamed ist natürlich hier in der somalischen Community auch sehr bekannt, aber da können die Frauen wirklich sicher sein, dass wir mit niemand darüber reden. Das sind auch so die Ängste. Können die Frauen im Zweifelsfall auch anonym behandelt werden, oder müssen sie sich offenlegen? Können sie auch. Sie können auch anonym bei uns behandelt werden. Also das ist gar keine Frage. Klar, natürlich weiß ich die Namen, und unsere Abteilung weiß natürlich den Namen, aber wenn die da anonym bleiben wollen, gar keine Frage, natürlich. Und wenn die in die Selbsthilfegruppe kommen zum Beispiel, kommen viele Frauen, die wir gar nicht mit Namen kennen, die dann kommen und uns kennenlernen wollen auf so eine ganz angenehme Art und Weise, weil ich halt keinen weißen Kittel trage, weil ich normale Sportkleidung anhabe, und die uns dann so ein bisschen beschnuppern können und erstmal gucken, ah ja, die scheint ja ganz nett zu sein irgendwie, und finden dann doch Vertrauen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn eine Frau bei der Selbsthilfegruppe dabei ist, die sich danach an mich wendet und sagt, sie möchte gerne einen Termin in der Sprechstunde haben. Mhm. Hat sich die Anzahl der Frauen, der Opfer in Deutschland eigentlich erhöht jetzt mit den Flüchtlingsströmen? Das kann ich nicht sagen, das ist eine Dunkelziffer, und das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich vermute schon, aber ich glaube, dass die Flüchtlinge erstmal ganz andere Probleme haben, wenn die nach Deutschland kommen und nicht sofort ins Krankenhaus gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt meine Klitoris rekonstruiert haben. Ich glaube, viele haben erstmal ganz andere Ängste, Sorgen, Nöte, oder? Ja. Ja, vermute ich, genau. Wer übernimmt eigentlich die Kosten für so eine Behandlung? Ja, da sind wir auf Spenden angewiesen. Also wenn die Frauen krankenversichert sind, dann zahlen es die Krankenkassen. Da hatten wir bisher auch noch keine Probleme. Aber ansonsten haben wir im Jahr 2013 einen Förderverein eingerichtet, und über diesen Förderverein akquirieren wir Spenden, damit wir halt den nicht versicherten Frauen auch die Operation ermöglichen können. Irgendwo findet ja der erste Kontakt zum Desert Flower Center statt. Wie funktioniert das? Wie finden die Frauen das Desert Flower Center? Wie rufen die an? Kommen die vorbei? Wie läuft das? Es ist unterschiedlich. Manchmal treffen wir die Frauen, kommen in Beratungsstelle und fragen, dass sie Probleme haben, oder beim Frauenärzten sprechen uns an, oder unter somalische Community, die Frauen, die schon hier waren, und die hören auch, weil die somalische Community immer zusammen sind, und die mögen sich gerne kontaktieren, und die erzählen auch unter sich, wenn die Probleme haben, dann sagen die auch, okay, haben sie dieses Problem, da gibt es auch, wo man helfen kann, und da ist auch somalische Frau, und dann kontaktieren die mich, und dann machen wir Termin, oder die kommen auch mit den anderen Frauen in Selbsthilfegruppe, und dann erfahren die mehr. Wenn ich mir überlege, wie viel uns manchmal ein Anruf an Überwindung kostet, dann muss das ja zum Teil schier unüberwindlich sein, zu sagen, ich rufe jetzt da an, ich gehe jetzt dahin und schildere mein intimes Problem. Das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor. Ist es bestimmt auch für die Frauen. Deshalb bin ich auch froh, wirklich weiterhin, dass ich immer ein Telefon in meiner Tasche trage und die Frauen mich direkt anrufen können. Das ist natürlich manchmal so, dass ich gerade selber in der Sprechstunde bin oder dass ich im Operationssaal bin und dann auch manchmal sage, ich rufe zurück. Teilweise rufen auch direkt Schüler an oder ein Sozialamt ruft an oder Journalisten. Also das ist so ein Telefon, wo jeder anrufen kann. Aber ich freue mich immer, wenn wirklich eine betroffene Frau anruft und ich dann gleich sensibel auf diese Frau eingehen kann und sagen kann, passen Sie auf, ich rufe Sie nachher auf jeden Fall zurück oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Das erleichtert, glaube ich, schon, dass die Frauen direkt eine weibliche Stimme ganz genau hören. Wenn ein Mann rangehen würde, würden sie wahrscheinlich einfach wieder auflegen. Ja, das kann auch sein. Sich genau. Lange weiter überlegen. Genau. Jetzt haben wir die Selbsthilfegruppe erwähnt. Das Selbstwertgefühl dieser Frauen muss sich ja auch Stück für Stück aufbauen.
Was wird denn bei der Selbsthilfegruppe gemacht? Was spricht man? Unterhalten Sie sich mit den Frauen? Gibt es ein anderes Programm? Ja, auf jeden Fall. Also wir unterhalten uns schon mindestens eine Stunde über die weibliche Genitalbeschneidung. Letztes Mal zum Beispiel habe ich von einer Reise nach Kenia berichtet und habe auch Bilder gezeigt und habe zum Beispiel auch eine Szene gezeigt, wie die Mädchen in dieser Mädchenschule alle singen. Und eine Patientin von uns, die hat ganz bitterlich angefangen zu weinen, was ich erst gar nicht verstanden habe, weil es eigentlich eine schöne Szene war, weil die Mädchen alle gesungen haben und ich habe das gar nicht nachvollziehen können. Aber Frau Mohamed hat dann gesagt, dass unsere Patientin sich so sehr an ihre eigene Kindheit zurückerinnert hat und so viele Emotionen hochgekommen sind. Wir haben es dann natürlich sofort gestoppt und haben sie alle in den Arm genommen. Aber das sind schon so Dinge, die ich dann halt auch weitervermitteln möchte, was ich so erlebt habe in deren Ländern. Und ich versuche immer, ohne dass ich eine Frau direkt angucke, dass ich schon gerne möchte, dass eine Frau, die bei uns schon operiert wurde, vielleicht auch davon erzählt und dann anderen Frauen wiederum auch Informationen geben, die andere Frauen auch hören möchten. Und es ist meistens so, dass wirklich eine Frau auch davon erzählt, was sie hier erlebt hat. Und die anderen Frauen können dann Fragen stellen und dann geben wir natürlich auch Hilfestellungen. Ich erkläre so ein bisschen, was wir hier machen, ohne jemand direkt in die Augen zu gucken. Ja, so ein offenes Gespräch. Wer reden möchte, kann reden und wer nur zuhören möchte, kann natürlich auch nur zuhören. Und nach der ersten Stunde machen wir meistens Musik an und machen ein bisschen Bewegungsübungen, Tanztherapie. Also es ist ganz schön, weil unsere Patientin, die wollen zwar nicht als Patientin bezeichnet werden, aber sie ist jetzt gerade hier noch im Krankenhaus, hat sich wirklich eine Stunde lang bewegt und hat gelacht. Und das ist die Frau, die vorher so geweint hat. Und die hat dann plötzlich gesagt, Conny, ich habe gar keine Schmerzen mehr. Wo ich dachte, okay, das ist schön, was wir einfach auch bewirken können, wenn 30 Frauen im Gymnastikraum sind und einfach sich austauschen können und nach Musik ausgelassen tanzen können. Das Tanzen hat ja auch, vermittelt auch Körpergefühl, ja, was auf jeden den Frauen Fall vielleicht vorher auch fehlt, genau, sich frei bewegen zu können. Genau. Und können einfach Spaß haben. In einem geschützten Umfeld können sie einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden sich austauschen und Spaß haben und ihren Körper wahrnehmen und sich fühlen. Das ist ganz bedeutsam. Wie gehen Sie denn mit diesen Schicksalen, die das wirklich auch sind, um? Halten Sie da Distanz oder geht Ihnen das auch oft richtig nah? Es hängt von der Frau an. Einige Frauen wollen, dass man Distanz macht. Einige Frauen wollen Körper berühren und umarmen oder dass man auch mit ihr zu nahe geht. Das ist unterschiedlich. Wir gucken erstmal die Frauen, wie sie möchten, dann gehen wir langsam so an. Sie stellen sich also auf die Frau ein und die Bedürfnisse, die sie hat. Mir geht es schon sehr nah. Also ich glaube so, die Frage war so ein bisschen, wie ich damit umgehe. Also ich nehme jede Frau schon auch irgendwie ein Stück weit mit nach Hause und mache mir Gedanken darüber, wie wir weiterhelfen können. Oder tausche mich dann halt auch aus mit Frau Mohamed oder mit Frau Brenda oder mit Frau Dittwald. Also da haben wir schon ein gutes Team, wo wir uns auch untereinander austauschen. Also wir beiden Deutschen und die beiden Afrikanerinnen. Sich auch gegenseitig ein bisschen auffangen. Auf alle Fälle. Und das gegenseitig austauschen können. Ja. 2016 bekam das Dedel Flower Center die Luise-Schröder-Medaille des Landes Berlin verliehen. Das ist eine große Ehre und wieder ein Schritt, das Thema in der Öffentlichkeit auch zu halten. Was kann ich denn als ganz normaler Durchschnittsbürger tun, um da zu helfen? Man kann auf unsere Webseite gehen, www.dfc-waldfriede.de und zum Beispiel spenden. Da freuen wir uns ganz doll drüber. Wir haben jetzt ganz aktuell zum Beispiel auch eine Spendenaktion, dass man die Mädchen in diesen Mädchenschulen unterstützen kann, dass man für Matratzen spendet. Ja, da freuen wir uns drüber. Und einfach auch zum Beispiel mit Nachbarn, mit Freunden darüber redet, über dieses Thema. Und wenn man auch als Arzt irgendwo ist, das Thema ruhig ansprechen. Also ja, wir haben Flyer, man kann mir eine E-Mail schreiben, wenn man mehr Informationen haben möchte, da bin ich ganz offen. Frau Dr. Schunz, Frau Mohamed, vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihre wichtige Arbeit. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal aus dem Krankenhaus Waldfriede. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.